Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr am Titel des Videos erkannt habt, gibt es heute einen Alltagslook mit neuen Produkten von Alterra. Wer vielleicht mein letztes Video bzw. meinen letzten Vlog gesehen hat, hat mitbekommen, dass ich ein kleines Testpaket bekommen habe von Rossmann. Da kann man immer mal wieder an so kleinen Testaktionen teilnehmen und ich habe mich bei diesem Alterra-Test beworben und dieses Päckchen zugeschickt bekommen. Und heute habe ich einfach mal versucht, diese Produkte in meinen Alltagslook zu integrieren. Und wenn euch interessiert, welche Produkte das waren, dann bleibt weiter dran, denn die zeige ich in dem Video und sage auch so meine ersten Eindrücke. Denn bis auf eins von diesen Produkten habe ich in diesem Video alle Produkte zum ersten Mal ausprobiert. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Ich zeige noch mal schnell, welche Produkte ich in diesem Päckchen drin hatte. Und zwar ist das einmal von Alterra die Natural Finish Foundation in der Farbe Medium. Und dafür habe ich mir jetzt schon die Alverde Professional Mixio Make-up Drops geholt, weil ich wirklich befürchte, dass die Foundation viel zu dunkel für mich ist. Ich habe sie schon mal hier am Handgelenk getestet und da war sie wirklich sehr dunkel. Dann ist drin gewesen die Lash Activating Eye Cream. Dann hier ein Highlighter und zwar ein Color Correcting Highlighter mit Bio Avocado und Bio Granatapfelextrakt. Gleicht Farbunterschiede aus und kaschiert Unebenheiten für einen strahlenden Teint mit zartem Glow. Also da bin ich gespannt. Oh, ich sollte noch die das Siegel abmachen. Und ein Lippenstift, ein Soft Matte Lipstick in der Farbe Modern Red. Auch hier habe ich noch das Siegel drauf. Also ihr seht, ich bin da noch nicht dran gewesen. Das Einzige, wo ich schon dran war, ist der Nagellack, der da mit drin war, in der Farbe Moon Grey. Den zeige ich euch gleich nochmal. Ich trage den auch aktuell auf den Fußnägeln, aber die halte ich euch natürlich nicht in die Kamera, also zeige ich euch das auch gleich. Ja, und dann geht's mal los mit der Foundation. Ich habe mir hier so eine kleine Spiegelplatte besorgt, damit ich dann die Foundation mit den Drops mischen kann und das werde ich mit dem Beauty Blender auftragen. Den habe ich jetzt schon nass gemacht. Ich denke mal, dass ich das dann damit am ehesten verblenden kann, wenn das wirklich so ein Orangeton ist, wie ich das denke. Zuerst zeige ich euch aber mal, wie die Foundation im Original aussieht, ohne dass ich sie mit irgendwas gemischt habe. Also da kann man schon sehen, das ist nicht unbedingt mein Farbton und ich zeige euch das auch auf dem Handgelenk, was ja oft am ehesten der Gesichtsfarbe entspricht. Nicht immer, aber meistens kann man das erkennen, ja. Also ihr seht, das ist, ne, schon ein bisschen sehr dunkel und es hat meiner Meinung nach auch keine besonders hohe Deckkraft. Dann werde ich das jetzt einfach mal mischen und dann im Gesicht auf. So, dann bin ich mal gespannt. Ich gebe mir mal hier etwas von der Foundation auf den Spiegel. Das wird wahrscheinlich schon viel zu viel sein, aber schauen wir mal. Und dann kommen diese Alverde Mischtropfen. Habe ich jetzt natürlich dummerweise geschüttelt, aber ja, da seht ihr, die sind sehr, sehr hell. Das ist hier die Pipette komplett damit bedeckt und dann gebe ich mal, ich habe keine Erfahrung mit diesen Tropfen, ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon dazugeben muss. Ich fange jetzt mal vorsichtig mit 2 an und vermischt das auch mit dem Beauty Blender. Da hätte ich wahrscheinlich noch mehr machen können. Und dann schauen wir mal. Ich habe meinen Spiegel hier stehen. Und ich fange mal am Kinn an.
Also Make-up habe ich ja schon relativ lange nicht mehr getragen. Wenn, dann trage ich meine BB-Cream oder eben Puder Mineral Foundation. Muss ich erstmal gucken. Ja, also davon brauche ich auf jeden Fall mehr. Ich habe jetzt ziemlich intensiv mit dem Beauty Blender gearbeitet und muss sagen, es sieht jetzt im Display, wenn ich das jetzt so im Display von der Kamera sehe, eigentlich gut aus, auch mit einer guten Deckkraft. Wenn ich aber in den Spiegel schaue, dann betont das hier richtig meine Poren. Das liegt auf der Haut auf. Und hier an der Seite von der Nase, wo ich auch relativ große Poren habe, da habe ich es überhaupt nicht eingearbeitet bekommen, auch nicht mit der Spitze von dem Beauty Blender. Das ist für mich jetzt aber kein ausschlaggebendes Merkmal zu dieser Foundation. Dass das so auf der Haut auffliegt, ist, glaube ich, aber diesen Drops geschuldet, weil die relativ dick flüssig sind, habe ich zumindest den Eindruck, und sehr viel, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich würde sagen, loses Pigment drin ist. Also man merkt, dass da viel Pigment drin ist, das dann eben diesen maskenhaften Effekt bewirkt. Wohingegen die Altera Foundation, um die es ja eigentlich geht, auch, das habt ihr vielleicht auch vorhin hier am Handgelenk gesehen, die lässt sich sehr gut verteilen, hat aber keine allzu hohe Deckkraft. Also der Mix aus den beiden, da müsste ich noch ein bisschen dran rumprobieren, um die optimale Farbe zu bekommen und auch eben das jetzt so hinzubekommen, dass das jetzt nicht hier so maskenhaft auf der Haut liegt. Vielleicht ist das aber auch nur jetzt dem geschuldet, dass ich eben in letzter Zeit hauptsächlich BB-Cream oder Puder Foundation verwendet habe, dass das jetzt für mich eben ein ganz anderes Bild ist. Also mit den beiden teste ich nochmal. Ich glaube, wenn das meine Farbe wäre, würde ich das auch alleine testen, aber das hat in dem Farbton keinen Wert. Ich habe auf vielen Bildern gesehen, dass es immer das Medium ist, also die Nuance Medium, die da verschickt wurde. Ich kenne zwar hauptsächlich Mädels, egal ob in YouTube oder privat, die sehr helle Haut haben, so wie ich auch. Aber ich gehe mal davon aus, dass die breite Masse dann mehr im Raum Medium angesammelt ist oder angesiedelt ist, eher gesagt. Und deshalb dann auch das Medium verschickt wurde. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt weiter. Und zwar erstmal mit was Alltäglichem. Da habe ich von Alverde den Concealer Anti-Augenringe. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Den verwende ich auch tatsächlich täglich und mache wirklich nur so ein Müh auf den Finger drauf und verteile das dann unter den Augen. Da habe ich jetzt allerdings auch Foundation aufgegeben. Ich weiß nicht, wie sich das verträgt. Normalerweise mache ich das vor meiner Puder Foundation und klopfe das quasi eben in die gereinigte Haut ein, wo nur Augencreme drauf ist. Also wir werden sehen, ob das hier cakey wird. Ich bin auch mal gespannt, ob die Foundation im Laufe des Tages oxidiert. Ich werde das beobachten und euch dann hier irgendwo einblenden, ob das der Fall war und ich dann orange wie ein Kürbis durch die Gegend gelaufen bin. So, das kaschiert ein bisschen. Und dann werde ich hier an den Nasenflügeln noch ein bisschen mit meinem Concealer nacharbeiten. Von Lily Lollo in Barely Beige, habe ich euch auch schon öfter gezeigt.
Dann nehme ich ganz wenig auf meinen Zoeva Concealer Buffer Pinsel, den 142er. Und mache das hier noch drauf. Man sieht auch, dass die Foundation schon so einen leichten Schimmer hat. Ne? Also das ist schon glowy. Wenn ich da jetzt nachher noch mit dem Color Correcting Highlighter drauf gehe. Hier noch, das ist alles gerötet durch meinen Heuschnupfen. So, aber die Unreinheiten sind relativ gut abgedeckt, auch wenn man jetzt die Poren deutlicher sieht. Okay, dann nehme ich Blush von Benefit, den Hervana. Den will ich ja leer machen. Entschuldigung für den Krach grad. Ich hätte die Pinsel vielleicht aus dem Köcher rausnehmen sollen vorher. Das gebe ich jetzt hier schnell auf. Ein bisschen tupfen. Dass da wieder Farbe ins Gesicht kommt und ein bisschen Kontur. Nach der Foundation, das verstreiche ich dann mit meinem mehr oder minder sauberen Puderpinsel. Dass die Übergänge verblendet sind. Ja, die Augencreme zeige ich euch jetzt nicht in der Anwendung, aber da kann ich gegebenenfalls, wenn ich die eine Weile angewendet habe, eine Review zu machen. Das ist ja jetzt alles neu bei Rossmann, also ich gehe mal davon aus, dass das dann auch im ständigen Sortiment sein wird. Und meine Augencreme ist gerade sowieso zufällig fast leer, das heißt, ich werde die in nächster Zeit testen können, die neue. So, dann geht es um den Alterra Color Correcting Highlighter. Da muss ich jetzt erstmal das Siegel abfummeln. Also, ihr seht, ich war da wirklich noch nicht dran. Ich hatte einfach noch nicht die Zeit dazu. So, da bin ich mal gespannt. Unter einem Color Correcting Highlighter kann ich mir nicht wirklich viel vorstellen. Aber ihr seht, der hat eine wunderschöne Farbzusammenstellung. Also, da sind alle korrigierenden Farben drin, die man auch als einzelne Correctors bekommt. Warum das jetzt allerdings ein Highlighter ist, das weiß ich nicht. Er sieht sehr matt aus. Mehr so ein bisschen Satin, aber das kann man, glaube ich, nicht erkennen. Okay, welchen Pinsel nehme ich? Ich nehme mal meinen Bronzing Pinsel, also der, den ich immer für meine Bronzer nehme, und gehe einfach mal hier so durch alle Farben durch. Okay, sehr pudrig, stoppt ein bisschen und dann trage ich mir den einfach mal über meinem Blush hier auf. Sieht man das in der Kamera, im Spiegel wirkt das hier sehr bläulich. Also die bläulichen Töne sind da sehr prominent. Kann man das erkennen? Ich zeige es gleich nochmal auf dem Finger bzw. Handrücken. Vielleicht wende ich den auch falsch an. Weil es ein Highlighter ist, gehört er dann ja eigentlich hier hin. So grob. Okay, ich zeige euch das mal. Ich gehe mal mit dem Finger durch alle Farben durch. Das sieht dann so aus. Dann mache ich mir das mal auf den Handrücken. Da sieht man auch deutlich, dass es bläulich ist. Gehe nochmal durch. Trage das noch etwas stärker auf. Ja, also das ist schon recht kalkig. Aber wenn man es verstreicht, es
ist das ein schöner Schimmer. Ihr seht es wahrscheinlich gar nicht, ich kann es nicht erkennen. Ich finde es nicht schlecht. Aber ich werde es trotzdem noch ein bisschen hier verstreichen. Ich nehme mal den Pinsel so ein bisschen zusammen. Ja, es schimmert auf jeden Fall ziemlich, das sieht man. Okay, dann kommt als nächstes der Lippenstift. Das heißt, ich mache jetzt in der Zwischenzeit mal eben schnell mein Augen-Make-up und dann sehen wir uns gleich zum Lippenstift zurück. Da bin ich wieder und benutzt habe ich für mein Alltags-Augen-Make-up, wie immer, wie ich das euch jetzt in letzter Zeit schon sehr häufig gezeigt habe, von Alverde die 12 Hours Long Stay Mascara. Dann von Alverde das Augenbrauengel in Blond und heute von Sante den Kajal Eyeliner Nummer 6 in Dunkelbraun ist das. Den trage ich eigentlich meistens, ab und zu wechsle ich da ab zu einem Jagdgrünen, würde ich sagen, so ein Tannengrün. Oder grau, eher selten schwarz, meistens halt braun, weil das zu blauen Augen, finde ich, am schönsten aussieht und nicht so hart wirkt. So, dann komme ich zum nächsten Produkt aus der Alterra Box, dem Lippenstift. Auch hier muss ich jetzt noch das Hygienesiegel abmachen. Und ich bin mal gespannt auf die Farbe. Das ist eine Farbe, zu der ich von mir aus nicht greifen würde, wenn ich da ehrlich bin. Wie gesagt, die nennt sich Modern Red. Das ist die Nummer 03. Okay, ich bin gespannt. Ja, die wirkt im Display, sehe ich gerade, so ein bisschen Fuchsia-Farben. Wenn ich mir das jetzt in Natura angucke, ist das für mich schon sehr knallig. Also geht in Natura mehr ins, ja, die Farbe ist nicht richtig. In Natura geht das mehr ins, ich würde sagen, in den orangenen Unterton. Für meine Verhältnisse ist das schon fast Neon, aber es ist kein Neon. Okay, ich bin gespannt. Ich trage den dann jetzt mal auf. Ohne Lip Liner, ohne alles. Ich habe Lippenbalsam drauf. Dann schaue ich mal. Riechen tut der etwas pudrig. Das ist so schade, dass die Farbe im Display nicht richtig rüberkommt. Ich hoffe mal, dass es im Video richtig rüberkommt. Aber das ist schon richtig. Also für mich ist das sehr knallig. Der Lippenstift in der Farbe 03 Modern Red. Sieht auf den Lippen nicht so spektakulär aus, also wie auf dem Handrücken. Jedenfalls nicht im Display. In Natura ist beides ziemlich gleich, also sehr knallig. Ich würde jetzt zum Einkaufen nicht so einen Lippenstift tragen. Den würde ich vielleicht tragen, wenn ich ausgehe. Okay, dann das letzte Produkt aus der Box von Alterra, respektive Rossmann, ist der Nagellack. Den trage ich, wie gesagt, jetzt auch gerade aktuell auf den Fußnägeln, aber ich trage ihn mal auf einem Finger auf. Man sieht in dem Grau ganz leichte silberne Schimmerpartikel, das ist das Pinselchen. Und dann trage ich den mal auf.
So, das ist der Nagellack. Ein Coat, ein dünner Coat. Man kann hoffentlich erkennen, dass der nicht komplett deckend ist und ein bisschen streifig. Der Nagellack ist auch sehr, sehr flüssig. Mit 2 bis 3 Schichten wird er allerdings sehr schön deckend. Das Grau erscheint jetzt so ein bisschen veilchenfarben, was bei Grautönen in Kameras eigentlich leider oftmals der Fall ist. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Ich würde ihn jetzt auf den Fußnägeln durchaus weiterhin tragen, weil ich das ganz gerne mag. Auf den Fingernägeln habe ich nach wie vor keinen Nagellack, weil mir das momentan einfach nicht so gut gefällt und auch unpraktikabel ist durch die ganze Gartenarbeit. Ich bin fertig mit meinem Tages-Make-up und habe die neuen Alterra-Produkte weitestgehend darin integriert. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, welche von diesen Produkten euch vielleicht interessieren, welche ihr euch kaufen würdet oder wo ihr sagt, nee, ich passe lieber. Und vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps aus der Alterra-Theke in dem Fall, die ich vielleicht ausprobieren könnte, wo ihr vielleicht was mitsehen möchtet. Oder ihr habt andere Tipps, Anregungen oder konstruktive Kritik, dann lasst mir das gerne alles in den Kommentaren da. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch lese und ja, hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!